Mit Hirn, Charme und Methode. Das ist der Titel dieses Skill Profile Web Talks, zu dem ich erst einmal die Frau besuche, von der ich denke, sie hat von allem mehr als genug. Auf jeden Fall reichlich. Erstmal herzlich willkommen, liebe Ilka Groenewold. Habe ich das richtig ausgesprochen, nach Hamburg? Ja, Andreas, das ist korrekt. Wunderbar. Sag mal, kennst du den ursprünglichen Titel, also nicht unseres Web-Talks, sondern ich habe das ja angelehnt an eine Serie, die in den 60er Jahren in die Kinos kam. Erstmal Fernsehen und dann ins Kino. Ich bin dafür vielleicht zu jung. Ich bin mal gespannt. Ja, das Original heißt Mit Schirm, Charme und Melone. Das ist eine ganz hübsche Krimiserie und als ich so ein bisschen recherchiert habe, was könnte ich unserem Talk für einen Titel geben, bin ich dann auf dieses Mit Hirn, Charme und Methode gekommen, weil, ich lese kurz vor, Ilka, damit du weißt, was der Grund dafür ist, dass ich diesen Titel abgewandelt und ausgesucht habe. Es heißt nämlich, als dann endlich, also der Hauptdarsteller wurde ersetzt, dann kam ein anderer, das lief aber nicht so richtig, und dann haben sie aber die Lösung des Problems, wenn du so willst, gefunden, nämlich, damit war zunächst die Gestalt der von Honor Blackman dargestellten Dr. Catherine Gale gefunden. Der neuartige Typ der intelligenten, emanzipierten und schlagkräftigen Frau, der fortan den Charakter der Serie wesentlich prägen sollte. Da dachte ich, das passt doch wie Faust aufs Auge zu dir, oder? Ja, und das hat man in den 60er Jahren schon erkannt, oder wie? Das ist cool. Naja, nee, ich habe die Brücke einfach geschlagen von der Serie und von dem, was ich da gelesen habe, zu dir. Weil ich dachte, Mensch, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen schon gesprochen vor diesem Talk und dann habe ich gefragt, wie soll ich dich denn jetzt anmoderieren? Du bist Trainerin, du bist Unternehmerin, du bist Sportlerin, du bist Coach, du bist Fernsehmoderatorin und dann hast du gesagt, oh, wenn das nicht zu lange ist, gerne alles. Das habe ich jetzt gemacht, aber sag doch mal, was ist denn jetzt deine Hauptrolle? Welche Rollen spielst du tatsächlich? Was spielst du in den Rollen und was ist deine Hauptrolle? Ja, danke Andreas. Meine Hauptrolle ist die Moderation. Ich bin als Hauptrolle eine Moderatorin. All das, was du sonst gesagt hast, ist 100% auch Ilka, aber nicht die Hauptrolle. An erster Stelle steht die Moderation, an zweiter Stelle stehen so Bereiche wie mein Tonstudio, meine Greenbox und Coaching. An dritter Stelle kommt der Sport, den ich ja auf Kreuzfahrtschiffen so 3 bis 4 Mal im Jahr, 2 Wochen mit den Gästen auslebe. Ja, und all das, was dann noch kommt. Ich bin ja auch Ehefrau, Hundemama. Es gibt ja noch ganz viele Dinge, die ich auch bin. Die kommen dann danach. Jetzt fehlt mir aber eins, denn du hast ja, glaube ich, auch Auszeichnungen bekommen als die super Unternehmerin und so weiter. Wo kam denn jetzt da die Unternehmerin vor? Und was macht die Unternehmerin Ilka Groenewold? Ja, die Unternehmerin war schon Unternehmerin, als sie es noch gar nicht wusste, dass sie Unternehmerin ist, nämlich in der Schulzeit. Durch äußere Umstände musste ich ein Gewerbe anmelden und habe eine Firma dann gleich angemeldet. Also nicht mich als Freiberufler irgendwie angemeldet, sondern habe meine Firma IG Entertainment gegründet. Und da war ich, keine Ahnung, 18 Jahre oder so. Es war 2004 und ich hatte noch nicht mal Abitur. Das heißt, ich war noch in der Schule. Und nutze aber heute immer noch unter diesem Dach IG Entertainment viele Möglichkeiten. Zum einen vermittle ich Künstlerinnen und Künstler für Veranstaltungen. Zum anderen investiere ich selber in Immobilien. Das ist aber aktuell eher noch von außen betrachtet oder wenn der Steuerberater raufguckt, ein Privatinvestment. Also ich habe keine GmbH oder sonstiges gegründet. Das heißt, ich investiere in Immobilien und ja, Geldanlagen und ähnliches. Und am Ende läuft das aktuell alles unter IG Entertainment. Und das ist so das Unternehmertum, was ich auslebe, was auch durch meine Eltern in die Wiege gelegt worden ist, weil meine Eltern ein Autohaus haben in mehreren Generationen schon. Und ich dadurch auch diese Wirtschaftlichkeit schon mit in der Muttermilch hatte, wenn man das so sagen darf. Das Unternehmergehen aufgesogen. Genau. Lass uns mal den Titel genauer angucken mit Hirn, Charme und Methode. Würdest du sagen, von dir, dass du ein kluger Kopf bist? Wie definierst du klug? Das ist die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, wenn du die Frage mit Ja beantworten würdest. Aber du beantwortest sie nicht. Was würdest denn du sagen? Was ist ein kluger Kopf? Ein kluger Kopf, und das will ich vorwegnehmen, ist nicht einfach nur Wissen zu haben oder Dinge zu verstehen. Ein kluger Kopf ist für mich so ganzheitlich. Das heißt, es gibt ja sowas wie empathische Intelligenz. Es gibt Intelligenz, die man sich durch Wissen aneignen
aneignen kann, auch wenn ich das Wort jetzt doppel. Also es gibt ja ganz viele Formen, wo man sagt, das ist ein kluger Kopf. Zum Beispiel auch jemand, der schlagfertig ist, gilt häufig als klug, obwohl er vielleicht gar nicht für viele andere, wenn man es wirklich mal auseinanderbröselt, so klug erscheint. Und man denkt, wow, der ist ja schlagfertig. Auch das ist eine helle Leuchte. Man sagt das immer ganz schnell. Es ist sehr schwer zu definieren, so auf den Punkt, was wirklich klug bedeutet, weil ich glaube, klug sein ist ganz vielfältig und immer aus der Sicht des Betrachters, also der, der es beurteilen muss, sagt ja, oh, der ist klug und definiert ja nicht gleich hinterher, ach, der ist klug, weil du sagst einfach, ach, das ist ja ein kluger Kopf. Jetzt kommen wir zu mir, weil du hast ja mich gefragt, genau. Ob ich ein kluger Kopf bin. Genau. Ich würde mich als Durchschnitt bezeichnen. Vielleicht kann man das auch am IQ festmachen, dann würde ich mich als Durchschnitt bezeichnen. Kennst du deinen? Ich wüsste meinen gar nicht. Ich weiß, dass er über 120 ist, aber genau weiß ich es nicht. Okay. Ja. Wenn wir das Thema klug angucken und vor dem Hintergrund der ganzen Sachen, die du da gerade geschildert hast, von denen du denkst, also diese ganzheitliche Betrachtung, das alles führt zu solchen Aussagen wie, das ist aber eine helle Leuchte. Was ist mit Bauernschleue? Bauernschleue? Ja, kennst du diesen Begriff nicht? So, man sagt, das ist, der ist bauernschlau, so ein bisschen hinterfotzig. Mein Eindruck, Eka. Also kennst du schon, oder? Ich habe den Begriff noch nie gehört, nee. Gut. Ich kenne so viele Bauernsprüche, weil ich ja aus Ostfriesland bin, aber dieses Wort habe ich noch nie gehört. Dann lass uns dem mal von der anderen Seite zu Leibe rücken. Mein Eindruck, egal, ich bin gespannt, ob du das teilst, ist, dass in vielen, vielen Unternehmen, wenn wir über Klugheit sprechen, wenn wir über meinetwegen Werte und wertschätzendes Miteinander umgehen sprechen, also so diese ganzen Facetten einer hellen Leuchte, um deinen Terminus zu gebrauchen, annehmen, anlegen als Parameter. Mein Eindruck, das ist eher, dass auf Führungsetagen in vielen Unternehmen Hinterfotzigkeit, Egoismus, Silo-Denke, viel mehr gefragt zu sein scheint und dass Führungskräfte vielerorts immer noch glauben, das ist es, was sie weiterbringt. Wie nimmst du das wahr? Jetzt so als Antipode, als Kontrapunkt zum Thema Klugheit. Okay, das habe ich noch nie so wahrgenommen. Ich muss auch sagen, obwohl ich in der Medienbranche arbeite, die immer als Haifischbecken deklariert wird, habe ich sehr viele freundliche, empathische, offene Führungskräfte vor mir gehabt, die mir gesagt haben, was ich zu tun habe, auf eine sehr respektvolle Art und Weise. Und ich glaube, so gerade in Zeiten des New Work und wo man alle per Du dann in der Firma hat und den Obstteller zur Begrüßung bekommt und alles, ist, glaube ich, dieses ganze hinterfotzig Egoismus in der Führungsebene nicht mehr so präsent, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen kann, wenn man da oben hin möchte. Und ich glaube, das ist branchenunabhängig, braucht man auch Ellbogen. Also sowas würde ich unterstreichen. Man darf nicht zu allen 100% nett sein und meinen, man kann die Welt retten. Also sowas würde ich schon unterstellen, dass eine Führungsposition auch diesen Kampfgeist hat und nicht alle an die Hand nimmt und sagt, wir wollen zusammen da oben hin, sondern vielleicht auch alleine da oben hin will. Das unterstreicht diese Begrifflichkeit Egoismus, die du ja auch verwendest. Nur Abgebrühtheit, Skrupellosigkeit habe ich jetzt in der heutigen Zeit so, bis auch vielleicht bei Politikerinnen und Politikern, nicht erlebt. Nö. Also, schwierig. Okay. Wie passt denn das dann, frage ich, zu der nach wie vor sich hartnäckig haltenden Zahl von über 50%, ich glaube, es liegt bei 52%, Dr. Reinhard Sprenger untersucht das immer wieder mal, dass Menschen wegen der Unternehmen kommen, aber wegen der Chefs die Unternehmen wieder verlassen. Also wenn die alle so freundlich, so wertschätzend, so wohlwollend, damit wir uns richtig oder damit der richtige Eindruck in Bezug auf meine Wahrnehmung von Führungskräften entsteht und da keine Schieflage bei rauskommt, ich kenne auch ganz viele. Ich könnte jetzt sagen, und vor allem solche, mit denen ich arbeiten durfte, verhalten sich dann nach dem Aufeinanderzugehen, nach dem Miteinander arbeiten so. Aber ich kenne eben auch ganz viele andere. Und meine Frage ist, wie passt deine ausschließliche Wahrnehmung zu dieser Zahl?
Ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche persönliche Entscheidungen. Also auch da kann man, glaube ich, nicht pauschalisieren. Du hast natürlich recht, dass viele wegen des Chefs oder der Chefin gehen. Das unterstreiche ich. Aber man kann nicht pauschal sagen, okay, weil die Arschloch waren. Also jetzt mal so ganz plakativ gesprochen. Ja. Ich habe da auch ein paar persönliche Beispiele, also nicht von mir, aber aus meinem Umfeld, wo Menschen gegangen sind. Und die Gründe sind ganz vielfältig. Ich bringe einfach mal ein paar Beispiele und vielleicht kann der ein oder andere Hörer oder die Hörerin sich da hineinversetzen oder hat es ähnlich erlebt. Du hast auch manchmal Vorgesetzte, wo du deren Weg nicht mehr mitgehen möchtest. Das heißt nicht, dass das ein Arschloch ist, sondern der möchte das Unternehmen beispielsweise umstrukturieren und du stehst aber nicht hinter der Umstrukturierung. Das heißt, du kannst dich am Ende nicht mehr mit dem Unternehmen identifizieren, aber es fängt natürlich mit der Person an. Die Person ist der ausschlaggebende Grund, weshalb sich das Unternehmen wandelt. So, das ist ein Punkt, weshalb du gehst. Ich kenne auch Punkte, wo auf einmal eine Frau oben war, die, Entschuldigung, wenn ich so sage, sie war dumm. So, man hat gesagt, ich stehe unter der Frau und ich muss meinen Kopf mit dahin halten. Jeder fragt sich, wie hat diese Frau die Position gekriegt? Und das hätte auch beim Mann passieren können, selbstverständlich. Aber jetzt bringe ich mal plakativ dieses Beispiel. Und dann sagt man sich, jetzt gibt es noch weitere Umstände im Unternehmen. Das führt alles, wenn ich das alles mal aufschreibe, dazu, dass ich sage, ich möchte gehen. Weil ich stehe unter der und ich kann mich damit jetzt nicht identifizieren, dass sie gewisse Dinge nicht weiß und nicht kennt. Und ich möchte nicht auch als dumm dastehen. Also es gibt ganz viele Gründe. Dann das Thema Wertschätzung hast du angeschrieben. Ich frage in Unternehmen, wo ich dann öfter bin, wo ich nicht einfach nur einmal gebucht bin und wieder Tschüss sage, sondern wirklich auch einen Einblick habe. Gerade beim Fernsehen, wenn ich da jede Woche bin, dann frage ich Menschen, die gehen, sag mal, wieso gehst du eigentlich? Und auch da stimme ich dir zu, es ist der Vorgesetzte, die Vorgesetzte, die mit einem Grund darstellen, weshalb Menschen gehen. Also genau das, was du sagst. Und da fällt ganz oft das Wort Wertschätzung, neben vielleicht Gehalt und anderen Dingen. Ne? Also Gehalt und so ist vielleicht auch nochmal ein Grund. Aber es ist die Wertschätzung. Menschen arbeiten sich dann vielleicht auch schon mal für etwas kaputt. Wenn sie dafür wertgeschätzt werden, ist es okay. Aber wenn man einfach nur davon ausgeht, dass es Selbstverständlichkeit wird, dass jemand sich den Arsch aufreißt, dann sagt man sich selbst, nee, wofür denn? Und dann geht man. So, das sind jetzt einfach nur mal drei Beispiele, die alle ganz unterschiedliche Gründe waren, die am Ende aber genau das, was du sagst, nochmal bekräftigen. Es ist am Ende der Chef, die Chefin, die dazu geführt haben, dass Menschen gehen. Aber man kann nicht pauschal sagen, weil das ein Arschloch ist. Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, wenn jemand etwas härter führt, das mache ich mit Jugendlichen. Klingt jetzt hart, aber nein, mit Jugendlichen und Kindern an Bord. Wenn ich eine harte Führung in meinen Tanzkursen gebe, dann habe ich mehr Sympathie bei den Kindern, als wenn ich sage, wir haben uns alle lieb und wir tanzen zusammen. Also wenn ich klar Grenzen aufzeige und sage, nein, so nicht, dann haben die mich am Ende lieber, als wenn ich immer nur die liebe Ilka spiele. Das ist meine Erfahrung. Also du brauchst manchmal auch du sprichst von Hinterfotzigkeit, das Wort finde ich jetzt nicht so schön, aber nehmen wir Abgebrühtheit oder so. Du brauchst manchmal auch eine Seite von dir, die anderen Menschen Halt gibt, die vielleicht nicht so sympathisch ist. Du hast ja vorhin eine Formulierung verwendet, bezogen auf die Chefin, diese Dumme, wie du sagst, und dass sich die Menschen dann unter Umständen fragen, wie konnte die eigentlich da hinkommen? Nun, ich glaube, da wird das sogenannte Peter-Prinzip wirksam. Peter wird so lange befördert, bis er überfordert ist. Lass uns mal einen zweiten Begriff angucken, nämlich, wenn wir den Titel haben für diesen Talk mit Hirn, Charme und Methode, dann ist der zweite Begriff der Charme. Und ich habe da extra nochmal nachgeschaut, habe mein Brockhaus aufgeschlagen. Ich blätter gern auch mal in Büchern, bin halt da oldschool, auch wenn es Wikipedia gibt. Und da steht doch tatsächlich drin, in der Psychologie, ich lese jetzt mal vor, findet man hierfür die Definition Charme, kennzeichnet einen Menschen mit hoher Anziehungskraft und einem gewinnenden Wesen. Wer Charme besitzt, wirkt auf andere reizvoll, bezaubernd, ja geradezu unwiderstehlich. Hältst du dich selbst für charmant? Jein. An welcher situativ, Stelle? Situativ bezogen. Und ich würde auch diese Definition heutzutage abändern, weil ich die Erfahrung gemacht habe, und da kommt vielleicht so dieser Begriff Diversity, die Menschheit wird gefühlt immer vielfältiger, was wirklich gut und schlecht ist oder böse und gut und charmant und nicht charmant lässt sich heutzutage nicht einfach mehr so dahin sagen,
sondern eine Wirkung auf etwas ist heute vielfältiger als in den 60er, 70er. Ich weiß nicht, von welchem Zeitalter diese Definition ist. Der Brockhaus, den ich jetzt hier aufgeschlagen habe, ist, glaube ich, in den 90er Jahren geschrieben worden. Okay, das passt vielleicht noch in die 90er Jahre, aber ich würde sagen, im Jahre 2022, in dem wir uns ja befinden, würde ich nicht sagen, dass ausschließlich Scham anziehend ist. Weil manchmal ist es ja auch dieses, wenn es jetzt zum Beispiel um Beziehungen geht, wenn jemand sich eher nicht resolut, aber so ein bisschen abweisend verhält, wirkt da interessant. Das gilt ja auch im Geschäft, wenn man sich interessant machen will, dass viele dann sagen, oh, ich weiß gar nicht, ob ich Zeit habe oder ich habe schon 3 andere Fragen an dem Tag, sodass man sich irgendwie interessant macht. Deshalb weiß ich nicht, ob wirklich diese Schamdefinition, dass man reizvoll, bezaubert, unwiderstehlich ist, ob das heute noch so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Männer beispielsweise in Beziehung oder Frauen, auch auf Männer umgekehrt, in beide Richtungen denkend und auch natürlich gibt es noch das diverse Geschlecht, dass die jetzt nicht sagen, das andere Geschlecht, was Scham hat, wirkt auf mich anziehend. Weißt du, was ich meine? Was Scham widerspiegelt. Sondern man findet ja auch andere Dinge attraktiv, interessant, egal welches Geschlecht man ist. Ich weiß, was du meinst. Ich komme nur noch mal, also über diese Fragestellung und das, was du da ausführst, komme ich noch mal zurück zu einem Gedanken, den wir miteinander besprochen haben, als wir diesen Talk vorbereitet haben und uns abgestimmt haben. Ja. Hast du gesagt, weißt du, so wenn ich jetzt an meine Rolle als Fernsehmoderatorin, überhaupt ans Fernsehen oder an Preisverleihung oder so denke, da glaube ich, dass es manchmal deutlich wichtiger ist, dass man charmant, dass man freundlich, dass man wertschätzend ist, als dass man eine super Expertise in der Thematik, meinetwegen des Preisgewinners, ist oder hat. Wenn ich dich jetzt frage, und du darfst keine salomonische Antwort geben, also nicht, ja, beides zählt, sondern wenn ich dich frage, was hat die höhere Priorität, damit man als Fernsehmoderatorin, als Ilka Grunewald erfolgreich wird, Hirn oder Charme? Das ist Hirn. Das widerspricht natürlich meiner Aussage. Das stimmt, da bin ich ganz bei dir. Habe ich aber gestern noch bei Amazon in einer Serie wieder gemerkt, da ist eine Frau, die ist vielleicht gar nicht so attraktiv, um das vorsichtig zu formulieren, und auch nicht so charmant, aber sie ist der Kumpeltyp. Und das ist das, was beim Fernsehen wirkt und begeistert. Das heißt, wenn du eine sehr charmante Moderatorin hast, ich mache es jetzt mal wieder ganz plakativ, aber auch das kann ein Mann, ein sehr charmanter Moderator sein, also es ist jetzt egal, welches Geschlecht, und du stellst daneben einen Moderator oder eine Moderatorin, die sehr viel Hirn mitbringt und damit sehr gut weiß zu spielen, dann glaube ich, dass das Hirn überwiegt, ja. Und was ist in diesem Kontext mit Werten wie Verbindlichkeit, Verlässlichkeit? Sind die quasi automatisch inkludiert, wenn eine Moderatorin oder eine Führungskraft, you name it, Hirn hat? Oder ist das was dann zusätzlich noch als wesentliches Qualitätskriterium in der Begegnung dazukommen sollte? Letzteres. Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit oder sowas wie Treue, so Werte auch, die haben nichts mit Hirn oder Scham zu tun. Das würde ich losgelöst davon beurteilen. Und vielleicht kann ich auch meine Aussage minimal revidieren, dass ich sage, in gewissen Formaten ist eben vielleicht Scham Trumpf. Und in anderen Dingen, wie gestern, da ging es um Comedy. Da würde ich sagen, da geht es einfach um Hirn und dass ich auch diese Person als Freundin haben will. Und dafür muss sie nicht charmant sein. Also dass ich sage, die Frau hätte ich gerne als meine Freundin, da muss sie andere Ausstrahlungsmerkmale mit sich bringen. Ich hab's doch gewusst. Es läuft schließlich doch auf eine salomonische Antwort auf das sowohl als auch heraus. Kommt drauf an, die klassische Beraterinnen-Antwort oder Berater-Antwort. Das ist ja okay. Lass uns nochmal, und ich teile das im Übrigen, weil ich finde, situative Interaktionskompetenz, das ist ja das, worüber wir beim Skill Profile immer reden, dass ich die Fähigkeit habe, zu erkennen, was gerade gebraucht wird, die Fertigkeit zu tun und zu sagen, was gefragt ist und mir dabei selbst treu bleibe, damit ich wirklich am Ende des Tages und am Anfang des Tages und am besten während des gesamten Tages authentisch kommunizieren kann. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Charme. Glaubst du, das kann man lernen? Ja, definitiv. Wie? Man kann auch Hirn lernen, by the way. Das ist wohl wahr. Die kognitiven Dimensionen, die schaufelt man sich ja dann drauf. Aber wie? Ja. Lernt man Charme? Ich meine, Hirn kann ich mir vorstellen. Ja. Aber Charme?
Naja, das ist ja ähnlich wie rhetorische Skills. Du kannst sowas schon trainieren und lernen. Und ich glaube, am Ende ist auch hier wieder der Punkt, dass man hinfallen muss. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Erfolgskompass, deine Reise zum Erfolg. Und da spreche ich immer wieder vom Hinfallen. Wie wichtig ist das, hinzufallen? Und hier ist es ja auch so, dass man vielleicht sich immer fragt, wieso komme ich nicht weiter? Was hält mich auf? Und wenn man dann von außen oder auch von innen, ist egal, es kann auch ein innerer Weg sein, reflektiert, dass man noch mehr Scham braucht, was vielleicht in dem Fall der Schlüssel zum Erfolg sein kann, je nachdem, welche Situation wir uns befinden, glaube ich schon, dass man das lernen kann. Ähnlich wie Rhetorik, dass man sagt, so wenn du auf der Bühne stehst, steh gerade, steh offen, also ganz neutral betrachtet, dass man es antrainiert erstmal. Und wie? Es gibt ja... Wie? Ich bleibe bei der Frage. Ja, gerne. Vom Spiegel allein, genau, ja. Alleine erstmal optisch, vom Spiegel die Präsenz, das Lächeln. Also das gehört für mich auch zu Charme, im richtigen Moment auch zu lächeln. Ja. Und dann ist es so ähnlich wie du auch Comedy, Situationscomedy lernen kannst, Stück weit, kannst du auch Charme lernen, dass man am Anfang vielleicht erstmal antrainiert, dass man gewisse Floskeln, was charmant wirkt, Höflichkeitsdinge, dass man es erstmal von außen antrainiert und irgendwann, ich sage mal, internalisiert, dass man es irgendwann im Körper drin hat. Es gibt ja viele Dinge, die kann man von außen antrainieren und dazu zählt, und wenn es nur so kleine Höflichkeitsdinge sind, die wir normalerweise in unserer Kindheit lernen, zum Beispiel ganz klassisch, der Mann hält die Tür auf für die Frau beim Auto oder so. Das ist ja auch, da würde man auch danach sagen, ach, das ist ja ein charmanter Mann. Da nimmt man, vielleicht ist dieser Begriff charmant in dem Kontext überhaupt nicht richtig, aber das ist das, was man fühlt. Der Mann schenkt der Frau Aufmerksamkeit und macht was. Das ist jetzt ganz klassisch, ob wir das heute noch brauchen. Da könnten wir auch einen Podcast drüber machen und diskutieren. Es ist halt die Frage, ob man darauf Wert legt oder nicht. Aber das sind so Situationen, wo man sagt, ach, das ist aber charmant. Ne? Oder, ich wollte gerade fragen, ob du auf so einen Oldschool-Kram stehst. So der Herr geht auf der Seite der Straße, hält die Tür auf. Er geht als Erster ins Restaurant, damit die Frau nicht erschossen werden kann und so ein Kram. Ja, ich muss sagen, ich stehe da gar nicht drauf, aber wichtig ist, ich nehme es wahr. Wenn es bei Veranstaltungen so ist, dass jemand mir die Tür aufhält, dann nehme ich es wahr und sage es dann auch. Das ist aber nett oder charmant. Also ich sage dann auch oft dieses Wort charmant. Ich benutze dieses Wort, auch wenn es vom Ursprung gar nicht dieses reizvoll, bezaubernd, unwiderstehlich widerspiegelt, was du ja so schön nachgeschlagen hast. Ja, und ich glaube, dass man es wie in der Erziehung, wo man bewusst und unbewusst Dinge lernt, zum Beispiel, dass du lachst, wenn etwas witzig ist, das hast du ja nicht bewusst gelernt, das hast du unbewusst gelernt. Als Baby hast du deine Eltern angeguckt und da war was witzig, die haben gelacht und dann lachst du auch irgendwann und merkst, wenn was witzig ist, dann lacht man. So, und Dinge wie, sowas macht man nicht oder man ist freundlich und sagt vielen Dank, das ist ja Höflichkeit, die kriegst du antrainiert von außen, das machst du ja nicht intrinsisch. Und so ist es auch bei Scham. Ich glaube, du kannst erstmal von außen ganz viel lernen, dass man dir beibringt, hey, in der Situation reagiert man nicht so. Also von außen hast du einen Coach, wenn ich das so deklarieren darf. Und dann irgendwann machst du es intuitiv. Also so wie dieses Experiment, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man jemanden an einen Tisch setzt und in einem Café beispielsweise und sagt, so, du beobachtest jetzt immer die andere Person neben dir und alles, was die macht, das kopierst du. Das heißt, in dem Moment, wo sie trinkt, trinkst du auch. In dem Moment, wo sie aufsteht, zur Toilette geht, gehst du auch zur Toilette. In dem Moment, wo sie sich nach vorne lehnt, das heißt, du kopierst komplett die Person. Dann macht man eine Wand dazwischen und guckt, was passiert denn, wenn du nicht mehr kopieren kannst. Und du machst intuitiv genau das Gleiche, weil du dich der Person durch dieses Kopieren halt so ein bisschen außer NLP kommt das, dass ja, genau, du angenommen hast. So. Und dieses neurolinguistische Programmieren funktioniert auch mit Dingen wie Scham. Wenn wir noch einen Moment beim Charme bleiben. Mhm. Und damit beschäftigen wir uns im Skill Profile mit dem Charisma einer Person. Wo sind für dich die Unterschiede zwischen Charisma und Charme? Ich glaube, Charme lässt sich einfacher trainieren. Lass mich ganz kurz einen Satz noch. Weil ich erinnere mich an den Satz, den du vorhin formuliert hast, wo du gesagt hast, und meine Kinder, wenn ich mit denen tanze, dann brauchen die auch meine harte Führung. Eine wesentliche Qualität der charismatischen Führungspersönlichkeit ist ja, dass sie eben situativ führen kann. Dass sie da autoritär ist, wo Autorität gebraucht wird und dass sie da laissez-faire führt, wo laissez-faire angesagt ist. Aber jetzt nochmal Charisma und Charme. Wo ist der Unterschied? Ist das Teil, ist Charme ein Teil von Charisma oder umgekehrt? Oder wie ist das aus deiner Sicht?
Das ist eine tolle Frage. Ich habe mich noch nie das selbst gefragt. Grundsätzlich würde ich erstmal definieren, dass man Charme einfacher lernen kann als Charisma. Dieses Wort Charisma kenne ich eher von der Bühne. Ja. Vielleicht ist meine Definition im Kopf aber auch falsch. Du darfst mich gerne korrigieren. Ich kenne von Charisma, also ich kenne die Definition Charisma eher, du stehst auf der Bühne und hast eine unglaubliche Präsenz. Und diese Präsenz ist nicht bei jedem Mensch gleich, den du auf die Bühne stellst und die alle Musical beispielsweise studiert haben. Ja, die haben alle das Gleiche studiert, aber der ein oder andere hat eine andere Ausstrahlung. So, das heißt, Charisma hat für mich noch mehr mit Ausstrahlungskraft zu tun, mit Raum, den man einnimmt. Und Charme hat eher was mit Charakter für mich zu tun, wie du bist, wie du sprichst, welche Sprache du verwendest. So, das ist meine Definition. Wenn die jetzt völlig falsch ist, korrigier mich bitte, Andreas. Ich dachte immer, Charisma hat was mit Präsenz zu tun und mit Ausstrahlungskraft. Also falsch in Zeiten der VUCA-Welt, wo wir über Volatilität, über Unsafety, über Komplexität und Ambiguität sprechen, da ist falsch so richtig, wie richtig falsch ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, das oder das oder das ist es. Wir machen in unserer Welt ein Angebot, wenn es um Charisma geht und sagen, Präsenz, die räumliche Präsenz ist eine Dimension, aber ich greife eine Begrifflichkeit auf, die du ganz zu Beginn unseres Talks verwendet hast, das Thema ganzheitlich. Es gibt noch mehr Elemente. Ich will nur noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor ich auf die Definition in Anführungsstrichen von Charisma zurückkomme oder eingehe. Es heißt, ich lese Brockhaus vor und ich werde nach unserem Talk in Wikipedia mal recherchieren, damit ich mir nicht mehr vorwerfen lassen muss, das ist ja alt, aus dem alten Brockhaus. Ich werde mal nachgucken, was schreibt Wikipedia heute. Charme kennzeichnet einen Menschen mit hoher Anziehungskraft. Also da sind wir ja, dann finde ich, Anziehungskraft ist auch eine Form von Präsenz, da ist jemand, der Souveränität ausstrahlt. Sind wir sofort auch bei dem, was du gerade über Charisma gesagt hast. Ich finde ja, es ist völlig überholt, was man in allen Medien nach wie vor findet, nämlich Charisma ist die von Gott gesandte Gnadengabe. Nö. Das ist ein Begegnungsphänomen. Es kann nur entstehen, wenn Menschen sich begegnen. Und da reden wir immer über die Wirkung, die eine Person ausstrahlt, auf andere ausübt. Da reden wir über Stimme, wir reden über Artikulation, wir reden über räumliche Präsenz, wir reden über Einfühlungsvermögen. Also das sind ganz viele Dimensionen, die letztlich darauf einzahlen, dass eine Person Charisma hat oder nicht. Dass sie von anderen so wahrgenommen wird. Und ich finde, die kann man genauso leicht lernen oder schwer, wie das, was du gerade beschrieben hast. Insofern weiß ich jetzt noch nicht, wo grenzen wir Charisma von Charme ab? Ja, ich dachte halt, dass Charme mehr verbal ist, aber du hast mich ja gerade eines Besseren belehrt. Nein, nein, nein. Vielleicht machen wir uns nochmal so über Nacht Gedanken. Da machen wir nochmal einen anderen Podcast zu. Ich kann es gar nicht, nee, ich kann es jetzt aktuell nicht so stark abgrenzen. Also das, was ich gesagt habe, würde ich nach wie vor immer noch bekräftigen, weil ich das eben, dieses Wort Charisma, häufig aus der Bühnenpräsenz kenne oder Präsenz in einem Raum. Bühne muss nicht immer die klassische Bühne sein, auf der man steht. Auch in einem Raum kann man ja eine Präsenz und eine Ausstrahlungskraft, du hast ja auch von Präsenz gesprochen, einnehmen. Puh, das ist sehr schwer, Charme und Charisma. Ich finde, wenn man jetzt fragt, was hättest du lieber, ne? Man kann ja sagen, möchtest du lieber charmant sein oder möchtest du Charisma mitbringen? Dann würde ich mich für Charisma entscheiden, das kann ich sagen an der Stelle. Und du hast ja gerade gesagt, dass man auch da durchsetzungsfähig sein muss, weil ich mein Beispiel mit dem Tanzen gebracht habe und so, das hast du ja gerade auch noch mal aufgegriffen. Das hätte ich jetzt gar nicht unter Charisma so definiert. Es ist interessant, dass das dazugehört. Habe ich wieder was dazugelernt? Also dazugehört und eines Besseren belehren und so. Ich hoffe nicht, dass das bei dir so ankommt. Das ist einfach mein oder unser Blick, den wir uns mit dem Skill Profile beschäftigen, auf das Thema Charisma. Und ein anderer kritischer Blick, den wir darauf haben, wenn Medien über Charisma sprechen, ist der, es werden immer die gleichen berühmten Persönlichkeiten, wenn über Charisma geschrieben wird, Fokus, Titel, da sind dann immer die gleichen Leute.
Da ist John F. Kennedy drauf, Marilyn Monroe drauf, da ist Mutter Teresa drauf, da ist Mahatma Gandhi drauf, dann war eine Weile mal Sebastian Kurz aus Österreich, der ja auch als eine charismatische Politikerpersönlichkeit galt, drauf. Immer die gleichen. Das enthält aber ja die Implikation, Charisma scheint berühmten Persönlichkeiten vorbehalten zu sein. Stimmt, ja, das impliziert ja. Es, ja, ja, klar. Weil normaler, also meine Currywurstbudenbesitzerin, hier auf dem Kudamm 195, da stehen die Leute Schlange, wirklich Schlange, nicht nur, weil die Currywurst so cool ist, sondern weil die Person, die da hinter dem Tresen steht und die Dinger macht, so unglaublich witzig, so anziehend, so schlagfertig, so präsent auch ist. Also scheint Charisma ja doch auch alltagstauglich zu sein. Du hast vorhin auch gesagt, das ist für dich eher eine Sache der Bühne. Ist es wirklich so? Glaubst du, Charisma kann in der täglichen Begegnung nicht stattfinden? Naja, ich habe dir ja gesagt, Bühne kann auch Meetingraum sein. Und da sind wir bei deinem Beispiel, sowas wie eine Currywurstbude auf dem Kudamm oder ähnliches. Ja. Das ist in dem Fall, weil es ja ihr Job ist, das ist ja nicht die private Persönlichkeit, die du erlebst, sondern du gehst dahin, bestellst dir deine Currywurst und sie macht ihren Job. In dem Moment ist es auch für sie die Rolle, in die sie schlüpft. Weil ich behaupte, da gibt es auch noch vom Charakter und von der Persönlichkeit einen Unterschied, ob du sie privat triffst im Schwimmbad oder ob du sie da in ihrem Job triffst oder ob du sie vielleicht sogar in einem ganz anderen Kontext kennenlernst. Weißt du, was ich meine? Weil wir nehmen ja unterschiedliche Rollen ein in unterschiedlichen Tätigkeiten. Das ist auch so, dass du mich als Coach wieder anders kennenlernen würdest als als Moderatorin. Du nimmst ja überall Rollen ein. Wir haben jetzt über Hirn, wir haben über Charme und auch über Charisma gesprochen. Der Talk trägt den Titel mit Hirncharme und Methode, abgewandelt von Melone. Welcher Methoden hast du dich denn in deinem Leben bisher bedient, um so erfolgreich zu sein, wie du es heute bist? Gibt es da, sagen wir, also ein methodisches, ein strategisches Vorgehen bei dir? Und wenn ja, wie darf ich mir das vorstellen? Ja, ich weiß nicht, ob es als Methode definiert werden kann. Ich habe, glaube ich, sehr viel aus dem Sport gelernt. Das heißt, für Ziele zu arbeiten, zu kämpfen. Das heißt, nicht alles durch äußere Hilfe und ja, ich mach mal, ich öffne dir die Tür zu erreichen, sondern wirklich wie im Sport zu kämpfen, auch wenn das Wort kämpfen in diesen Zeiten nicht ein schönes Wort ist, passt, glaube ich, heute. Man braucht, glaube ich, für das Wort kämpfen mittlerweile ein anderes Wort, fällt mir immer wieder auf, weil kämpfen natürlich sehr stark auch mit Krieg und anderen Dingen assoziiert wird. Und ich meine das natürlich nicht in so einem Kontext bezogen, sondern ich meine, dass das Kämpfen für etwas, Engagement zeigen und immer wieder hinfallen, Krone richten, aufstehen. Und das ist das, was ich aus dem Sport gelernt habe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig für Erfolg, dass man es auch zulässt. Die deutsche Kultur lässt es häufig nicht zu, dass man oft scheitert. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir eine Akzeptanz dafür entwickeln. Also gerade in Deutschland. Es gibt vielleicht auch andere Länder, die ähnlich agieren, aber ich vergleiche immer mit USA. Da ist das Scheitern nicht so schlimm wie in Deutschland, sondern da bist du eher für gelobt, wenn du dann wieder aufstehst. Und davon wünsche ich mir mehr in Deutschland. Und das ist auch mein persönliches Erfolgsrezept, dass wenn ich hinfalle, ich nicht noch tiefer falle und sage, oh Gott, jetzt ist das Leben vorbei, sondern dass ich daraus versuche, etwas zu ziehen, Rückschlüsse zu ziehen, die Krone zu richten, wieder aufzustehen und wie im Sport wieder an der Startlinie zu stehen und auf das Ziel hinarbeite. Und am Ende ist auch nicht das Ziel das, was mich erfolgreich macht, sondern der Weg dahin. Es ist immer der Weg. Das habe ich auch bei ganz vielen Persönlichkeiten, von Otto Walkes angefangen bis zu Christian Keller, Weltmeister im Schwimmen, habe ich bei denen auch rausgehört, als ich Interviews geführt habe. Es ist nett, da oben auf dem Podium zu stehen und es ist dann die Belohnung für das, was man jahrelang sich erarbeitet hat. Nur am Ende ist der wirkliche Erfolg der Weg dahin, wie man sich aufgerappelt hat. Und das ist so mein Erfolgsrezept auch. Wenn du von Hinfallen und Aufstehen und Krone richten sprichst, dann ist es ja ganz schön, wenn man im Umfeld Menschen hat, Freundinnen und Freunde, die mit ihrer Präsenz, mit damit, dass sie da sind und einen unterstützen, dass sie hilfsbereit sind, einem dabei helfen, aufzustehen. Was ist mit so Werten wie Hilfsbereitschaft und Höflichkeit? Erstmal finde ich es wichtig, dass man immer von sich selbst aus
es schafft und schaffen kann, wieder aufzustehen. Dennoch stimme ich dir zu, dass das Umfeld natürlich maßgeblich dazu beiträgt, ob man wieder einfacher aufsteht oder nicht. Das hat aber gar nicht so viel mit Hilfe zu tun, sondern mit Zuhören, mit drüber sprechen. Das heißt, du sprichst deinen Kummer aus und der andere gibt dir ein offenes Ohr. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, weshalb man auch ein Umfeld braucht. Man braucht Ventile. Das heißt, man nutzt diesen ganzen Frust oder das, was man erlebt hat, das Hinfallen, nutzt man im Umfeld eher diesen Austausch als Ventil und gar nicht so sehr als, ich nehme dich an die Hand und du stehst wieder auf oder so. Das musst du intrinsisch von dir selbst aus schaffen. So, das erstmal so grundsätzlich. Und dann meintest du jetzt, das Wort Hilfsbereitschaft ist einmal geflossen und du hattest noch ein anderes Wort? Die Höflichkeit. Die Höflichkeit. Beim Hinfallen hat für mich persönlich, und auch da darfst du mir gerne widersprechen oder mir auch Tipps geben, hat jetzt Höflichkeit, um wieder aufzustehen, die Krone zu richten, gar nicht so viel zu tun. Dann verstehe ich auch, wie du mit mir Kontakt aufgenommen hast. Sehr gut. Das passt dann tatsächlich zu dieser Haltung. Also guck gar nicht so sehr zu den anderen, sondern kümmere dich um dich und mach das aus dem Selbst heraus. Wir haben ja im Vorfeld auch kurz darüber gesprochen. Ich stelle dir die Frage jetzt nochmal, die ich dir schon in Vorbereitung unseres Talks, in unserem virtuellen Treffen gestellt habe. Ich persönlich bin einer, der auf Höflichkeit, auf viel Text Wert legt. Ist das wichtig, dass ich erkennen kann, wie schreibt jemand? Jetzt habe ich von dir eine Mail gekriegt. Ich kürze es mal ab. Erste Mail war, ich will in deinem Podcast. Zweite Mail war, also dann habe ich geantwortet, meinst du mich? In welchem Podcast? Da hast du geschrieben, ja, den Skill-Podcast. Und dann ging das in so einem Staccato, ich würde jetzt sagen, nicht wahnsinnig liebevollen, nicht wahnsinnig höflichen Kontext weiter. Eigentlich so, dass ich sage, was will die von mir? So unhöflich, so kurz angebunden. Und trotzdem haben wir jetzt den Talk hier. Was ist schiefgelaufen? Worauf habe ich resoniert aus deiner Sicht? Was glaubst du? Ja, ich glaube ja, dass The Secret da wirkt. Ich bin ja sehr spirituell und ich glaube, dass man auch außerhalb einer E-Mail etwas ausstrahlt oder uns irgendetwas verbindet und das hat hier gewirkt. Ich bringe jetzt mal das Gegenbeispiel. Ja. Ich habe auch schon mal Schreiben, die rausgehen, wo ich eher als Feedback kriege, oh, das ist aber echt viel zu lesen, das ist ja ein ganzer Roman. Also beispielsweise, wenn ich meine Arbeit als Moderatorin vorstelle, da erschlage ich die Leute. Also da kriege ich ganz oft als Feedback, boah, können Sie es nicht auch kürzer machen? Und sie erschlagen ja so inhaltlich. Das heißt, ich kriege da beides als Resonanz. Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja 1:1 so passiert und das ist auch korrekt so. Und da auch da habe ich will nicht sagen, einen Grund dafür, das ist die falsche Aussage. Nur ich bringe mal ein Beispiel bei Instagram. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich bei Instagram jemanden anschreibe, werden die Nachrichten zu 95% nicht gelesen. Warum auch immer, ja? Die Gründe sind vielfältig und da meine ich auch Firmen mit. Ich meine jetzt nicht, ich schreibe den Andreas an, ich will in deinem Podcast, sondern wirklich auch große Firmen. Und da jetzt so viel Energie reinzulenken, wenn eine Nachricht sowieso nicht gelesen wird, da sage ich bei Instagram, das mache ich nicht mehr. Da darfst du sowieso nur, glaube ich, 500 Zeichen oder so. Länger kannst du gar nicht in eine Nachricht was reinschreiben. Und da habe ich mir eh angewöhnt, wirklich sofort mit der Tür ins Haus zu fallen, wie bei dir. Ne? Hier, ich bin Ilka, ich würde gerne in deinen Podcast, ich schicke auch immer meine Webseite mit, damit man kurz gucken kann, passt das denn überhaupt oder passt das gar nicht? So. Und da ich in 95% da auch kein Feedback kriege, egal ob die Mail 500 Zeichen lang ist oder 100 Zeichen, bin ich da jetzt immer kurz und sofort mit der Tür ins Haus. Und dann, wenn ich mich bei dir als Moderatorin bewerben würde, kann das sein, dass du dann sagst, oh Gott, ist das viel Text, da brauche ich ja erstmal einen Tag für so ungefähr. Also es geht in ganz vielen Richtungen. Und natürlich jetzt zu deiner Frage zurück, wieso hat es jetzt gefittet? Du bist einfach ein netter, offener Mensch und hast mir eine Chance gegeben, sagen wir es so. Ich nehme eher die Dimension, es gibt da eine besondere Verbundenheit, es gibt da eine besondere Energie, denn ich habe da auch so einen spirituellen Zacken. Da habe ich ja Glück gehabt. In der Krone. Sag mal, ja, du hast nicht nur deine Webseite mitgeschickt, sondern du hast sogar einen Pressetext über dein Buch, zu deinem neuen Buch drangehängt an die Mail. Und in der Tat, den habe ich aufgemacht und da dachte ich, guck an. Mit Otto hat sie gesprochen und anderen. Was schreibst denn du in deinem Buch? Das kommt nämlich in dem Pressetext auch vor. Ich komme gleich zum Buch nochmal, aber eine Dimension möchte ich gerne rauspicken, nämlich, was schreibst du über Frauen und Finanzen? Ist das ein anderes Thema als Männer und Finanzen?
Ja, ich muss ehrlich eingestehen, es geht nicht nur um Frauen. Ich zeige ganz oft meinen eigenen Weg auf und da ich weiblich bin, kann man das jetzt so deklarieren. Sie schreibt über Frauen und Finanzen. Am Ende darf sich jeder, auch das diverse Geschlecht, jeder darf sich angesprochen fühlen. Mir ist nur wichtig, auch wenn, ja, das muss ich jetzt, da muss ich jetzt vorsichtig sein mit der Formulierung. Es wird immer häufig in den sozialen Netzwerken gesagt, dass Frauen noch zu wenig machen und Frauen ja ganz oft eine Abhängigkeit von Männern sind. Das habe ich in meiner Bubble nicht. Ich habe nur Frauen um mich herum, egal ob sie modeln, ob sie angestellt sind, ob sie moderieren. Die haben alle Immobilien und sind finanziell wirklich auch ja immer up to date. Aber ich weiß, dass das eine Bubble ist und in der man kann jetzt nicht von seiner Bubble auf die komplette Gesellschaft schließen. Also da gibt es sicherlich noch einige, die da Nachholbedarf vielleicht haben oder versuchen sollten, auch mit wenig Geld schon mal sowas wie ein ETF-Sparplan zu machen. Ich möchte einfach motivieren, weil ich bin von vielen Banken abgelehnt worden bei meinem ersten Kredit vor 11 Jahren und es gab nur eine Bank und da habe ich auch wieder mit The Secret gearbeitet, mir den Scheck ausgedruckt und war sehr spirituell unterwegs. Es gab nur eine Bank, die an mich geglaubt hat und damit möchte ich gerade Frauen, die immer wieder abgelehnt werden, weil sie selbstständig sind, weil sie vielleicht schwanger werden könnten und das kann eben ein Mann nicht und da kommen wir zu deinem Thema Frauen wieder zurück. Ich möchte einfach motivieren, dass man auch da nicht aufgibt, sondern weiter an sich glaubt, dass man diesen Kredit beispielsweise kriegt oder dass man sich den Traum vom Eigenheim als Frau auch alleine erfüllen kann, also solche Dinge. Ja, und da bin ich eben überwiegend von Männern damals, und das darf ich auch so plakativ sagen, bin ich schlecht behandelt worden, als ich einen Kredit wollte und nicht einfach nur neutral, so nach dem Motto, ihre Zahlen stimmen nicht, können wir nicht machen, sondern es gab halt sehr abwertende Aussagen, so nach dem Motto, ja, Sie sind Künstler und Sie könnten schwanger werden, da bin ich ja mal gespannt, wer Ihnen das Geld gibt, also auch mit so einem netten Beigeschmack. Und sowas habe ich halt erlebt und ich war damals 25, 26. Ja, und ich möchte einfach Mut machen, dass all denen da draußen, denen es auch so geht, dass sie ein Beispiel von mir irgendwie auch sehen können, nee, wenn man nicht aufgibt, dann kann man es trotzdem irgendwie hinkriegen, auch wenn man alleine ist als Frau und schwanger werden könnte. So. Hast du dein Buch in der Nähe? Kannst du es mal in die Kamera halten kurz? Ja, klar. Sag ich mal. Nur das Taschenbuch habe ich in der Nähe. Nein, das ist egal. Es gibt ja auch noch die Hardcover-Ausgabe. Halt mal hoch. Und das heißt, lass mal ein bisschen höher. Erfolgskompass, genau, deine Reise zum Erfolg. Ja. Da schreibst du, oder wer auch immer den Pressetext geschrieben hat, schreibt, Moderatorin und Sportlerin Ilka Grunewald verrät dir ihre Erfolgstipps und begleitet dich auf deinem Weg zum Erfolg. Wie erreichst du deine Ziele? Was hat Glück mit Erfolg zu tun? Und wieso sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Abschließend die Bitte, liebe Ilka. Gib unseren Zuschauern und Zuschauern doch möglichst mit Hirn und Charme 5 methodische Tipps, was sie tun können, um erfolgreicher zu sein als andere. Das erste ist, an sich zu glauben. Immer den Glauben an sich selbst nie zu verlieren, egal was andere zu dir sagen. Egal, ob es eine enge Beziehung ist, zu der die dich aufhalten will oder eine neutrale Person. Immer an sich glauben. Das ist so für mich das Allerwichtigste. Das zweite ist, seine Werte zu kennen. Man denkt nicht gleich, wenn man an den Begriff Erfolg denkt, oh, welche Werte habe ich denn und was hat das mit Werten zu tun? Ich finde das ganz wichtig, dass du da draußen dich erstmal fragst, was sind denn meine Werte? Ist mir Liebe wichtig? Ist mir Unabhängigkeit wichtig? Denn wenn du deine Werte kennst, kannst du das ganze Leben danach gestalten und eben auch deinen Erfolg definieren. Und mit Erfolg meine ich nicht nur beruflichen Erfolg. Erfolg ist vielfältig. Erfolg kann auch privat sein, dass man sagt, ich hätte gerne meine 3 Kinder und einen Hund. Auch das ist Erfolg, gesunde Kinder auf die Welt zu bringen. Also Erfolg ist wirklich ganz individuell und du bestimmst, was Erfolg ist. Das war Punkt 2. Punkt 3 ist, hinfallen, toll finden. Das habe ich ja im Podcast jetzt schon gesagt. Das möchte ich auch noch mal in der Zusammenfassung dann auch sagen. Hinfallen wirklich als Chance begreifen, nicht als ich lasse mich jetzt runterziehen. Es ist leichter gesagt als getan, doch es ist so essentiell, wieder die Krone zu richten und man wird dann aus der Perspektive 10, 20 Jahre später, aus einer anderen Perspektive realisieren, warum alles im Leben seinen Sinn hatte. Der 4. Punkt, die Methode, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, ein Netzwerk zu schnüren.
geh auf Netzwerkveranstaltungen, tausch dich aus. Alleine in dem Prozess, wo du schon über dein Buch redest, kriegst du Impulse von außen, die beispielsweise sogar vielleicht deine Kapitel nochmal beeinflussen oder dich nochmal anregen, über etwas nachzudenken. Und das habe ich auch wieder gemerkt, ich brauchte noch eine Lektorin, weil meine hochschwanger war. Und auch da hat das Netzwerk geholfen. Und ich habe sofort Hilfe bekommen von der lieben Daniela Landgraf, die dann noch gesagt hat, ich kenne da jemanden, ruf die mal schnell an. Und innerhalb von einer Woche war das Buch lektoriert. Also das Netzwerk ist auch ganz wichtig. Deswegen, wenn du für dich, für ein erfülltes Leben, und das muss man nicht immer als erfolgreiches Leben definieren, für ein erfülltes Leben, wirklich vorankommen willst, dann habe ein Netzwerk. Das können Freunde, Kollegen, Bekannte, egal was sein. Netzwerken ist so, so essentiell. Ja, und jetzt habe ich noch einen fünften über. Ja, genau. Und da muss ich sagen, das sind sie eigentlich so die wichtigsten Elemente. Das fünfte, und vielleicht ist das für den einen oder anderen auch das Wichtigste, nie aufzugeben, immer mit Leidenschaft dabei zu sein. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Liebe Ilka, wenn ich jetzt dürfte, dann würde ich ein Feedback dir zu deiner Wirkung geben. Ja, du darfst. Ich fand den Talk mit dir klug. Ich fand ihn charmant. Wow. Aber jetzt sind die zwei Vokabeln, die mir noch am Herzen liegen, nahbar und klar. Ich danke dir sehr für deine Antworten. Ich danke dir, dass du unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben lässt auf diesem Weg einmal mehr an deinen Gedanken und wünsche dir für dich persönlich ganz, ganz, ganz viel Erfolg und Orientierung, die du vielleicht dann auch immer wieder in deinem Buch, dem Erfolgskompass, findest. Danke nach Hamburg, Ilka. Ja, vielen Dank. Liebe Grüße nach Berlin, Andreas. Und das Gleiche möchte ich dir auch zurückgeben. Dankeschön. Und Dankeschön fürs Zuhören.